Hallo Leute und willkommen zum nächsten Video von mir. Einige werden sich bestimmt wieder ärgern, dass es wieder nur ein Announcement-Video ist, aber auch diese haben ihren Sinn und auch diese müssen nun einmal mit da sein. Ja. Erstmal wollte ich euch wieder danken. Wir haben, hier unten sieht man es, 200.000 Reefs geknackt. Fettes Danke an dieser Stelle an euch. Und den Support, der von euch kommt. Des Weiteren freue ich mich, euch mitteilen zu können, das Video für Druckwelle, das ist jetzt hier auch gleich in meinem Channel, ich habe auch Druckwelle eSports jetzt mit abonniert, sowie eins ihrer Videos geliked. Ja, das Ganze haben wir hier. Das Video ist das, was ich angekündigt hatte, dass ich momentan an einem Projekt für einen namhaften eSports-Clan arbeite. Es geht hier konkret halt um Druckwelle. Und ich habe dieses Video erstellt für die Vorstellung des StarCraft 2 Squads gegenüber dem restlichen Clan. Das ist, Druckwelle ist ein Multigaming-Clan, sehr bekannt in der ESL, wir sind hier durch CSS. Und dieser Multigaming-Clan wollte sich halt selbst etwas vorstellen, also das StarCraft 2 Squads dieses Clans wollte sich etwas vorstellen. Und ich habe das Video erstellt für sie. Ihr findet hier jetzt gerade auch gleich den Link zu dem Video. Ihr könnt euch das sogar auch anschauen. Ist nur auf ihrer eigenen Seite verfügbar. Ich habe es bei mir nicht hochgeladen, da ich in diesem Video einen anderen, ein Lied verwende. Und ich für dieses Lied natürlich keine Content-Erlaubnis habe. Daher habe ich bei mir gar nicht das hochgeladen, da ich keine Content-Übereinstimmung haben möchte. Sondern habe ich halt entschieden, das Ganze nicht hochzuladen und einfach, ja, es reicht fürs Erste hier, eventuell kommt es noch später, das Ganze ist aber noch in Überlegung. Ich weiß ja nicht, ob ich es bei mir noch hochlade oder ob nicht. Mich würde es mal interessieren, auch was ihr hier von dem Video haltet. Entweder halt in den Kommentaren hier unten drunter, auch hier werde ich immer wieder ein bisschen reingucken oder auch direkt per E-Mail oder andere Kontaktmöglichkeiten an mich. Ist das erste Projekt, was ich so in diese Richtung gestartet habe, ich bin noch nicht wirklich, komplett zufrieden bin ich nicht, aber bisher kam sehr positives Feedback auch vom Clan selbst zurück, also denke ich, dass es ihren Ansprüchen auf genügt. Ich hätte das Ganze gerne noch etwas besser und würde mal denken, gerne wissen, was ihr halt von dem Ganzen denkt. Des Weiteren habe ich jetzt in letzter Zeit vermehrt Anfragen bekommen betreffend dem StarCraft 2 Add-on Heart of the Swarm, welches demnächst irgendwann, eventuell im nächsten Jahr dann released werden soll. Betreffend diesen Videos, diesen Add-ons, hatte ich die Anfrage bekommen, ob ich weitere Tutorials mache für die Heart of the Swarm Kampagne, für die neuen Achievements, die mit Heart of the Swarm eingefügt werden. Ich kann euch die Frage leider nicht komplett beantworten. Meine Grundantwort lautet ja. Meine praktische Antwort, verlasst euch nicht drauf. Ich werde definitiv, wenn ich die Möglichkeiten finde, weiter Tutorials zum Thema erstellen. Allerdings weiß ich nicht, was die Zeit bis dahin hat, für mich bereithält. Im krassesten Fall, sage ich jetzt mal so, kann es auch sein, dass ich zu Zeiten des Release-Punkts irgendwo im Auslandseinsatz bin. Ich bin halt immer noch beim Bund. Also im Grundprinzip, ich werde definitiv euch weitere Tutorials dazu bieten, zu diesem Add-on. Allerdings möchte ich nicht von vornherein sagen, ja, mache ich hundertprozentig, da ich halt nicht weiß, wie, was zu diesem Zeitpunkt dann einfach vorkommt. Des Weiteren muss ich leider an dieser Stelle wieder die brutalen Guides verschieben. Etwas. Grund ist einerseits die brutalen Guides, ich brauche natürlich zusammenhängend die Zeit, um das Ganze auch hintereinander wegzumachen. Diese Zeit fehlt mir momentan so ein bisschen, das Ganze an einem Stück machen zu können. Daher der erste Grund. Der zweite Grund, ich habe gestern mich daran gesetzt, habe dort wieder etwas gemacht, habe ja die Mission in Ewiger Finsternis, muss ich glaube ich, nein, in Ewiger Finsternis war die letzte, die Mission davor. Die Zeratul-Mission habe ich abgeschlossen, habe das ganze Tutorial gemacht und danach festzustellen, mein Fraps hat Mikrofongeräusche nicht aufgenommen. Genau gesagt habe ich das nicht mal dort festgestellt, sondern habe es auch nach dem nächsten Tutorial festgestellt. Da hatte ich zwei Leeraufnahmen, was ja mich doch etwas dann gestört hat, was mir dann auch so ein bisschen die Lust verdorben hat, weiterzumachen. Ich habe eine Mission trotzdem weitergemacht, der Möbius-Faktor. Diese Mission kommt ja, in den nächsten Tagen auch definitiv noch. Werde diskutieren und gleich noch mit einem Auftrag geben. Je nachdem, wie schnell es fertig ist, kommt dann auch der Upload. Danach müssen die brutalen Geizler erstmal wieder ein bisschen warten. Ich habe jetzt, mein Hauptaugenmerk liegt momentan
Was mich nämlich schon seit Ewigkeiten stört, wir sehen es hier oben schon, auch meine Homepage ist geöffnet und wir sehen können, es hat sich ein bisschen was geändert. Ich habe die Homepage jetzt hier der letzten Zeit mal ein bisschen überarbeitet. Ich habe hier jetzt auch mal so aktuelle Projekte, die anliegen soweit. Und hier steht es schon, Hauptaugenmerk für die verbleibenden Tage dieser Woche liegen bei der Verfeinerung der Homepage sowie an der Arbeit an einigen Nebenprojekten. Ja, die Homepage ist mir definitiv erstmal sehr wichtig, weil sie sieht einfach grottenschlecht aus, es ging überhaupt nicht mehr. Und ich möchte einfach das Ganze jetzt auf einem ordentlichen Stand halten, werde mich demnächst auch vertieft damit, vermehrt damit beschäftigen. Wir sehen können, hier ist auch für euch nochmal eine gute Übersicht über alle meine Videos in Arbeit. Ich habe hier erst angefangen. Das Ganze muss ich den nächsten Tag halt auch noch weiterstellen. Das frisst aber halt auch noch eine ganze Menge Zeit. Hier kommt halt jedes Mal mit rein, welche Erfolge ihr hier habt in diesen einzelnen Videos, wie das Video heißt. Und die Links zu den Teilen. Sowie ob das Ganze jetzt gerade eben noch funktionierend ist oder nicht. Wenn es nicht mehr funktionierend ist, habt ihr hinten noch gleich einen Update-Link. Also ich denke, die Übersicht für euch perfekt. Zumal ihr ganz einfach hier mit der Suchfunktion einmal Spiel auf Zeit. Und ihr werdet dann auch in der kompletten Liste der Videos halt sofort hier das Ganze herausfinden, könnt sofort heraussehen. Wie man sehen kann, ich benutze Mozilla Firefox. Bei mir ist das Ganze auf Steuerung F und die Suche ist da. Ich finde das ganz nützlich so. Ich denke auch, das wird euch wieder eine nette Übersicht geben. Wir haben hier auch eine kleine To-Do-Liste. Wir sehen kann ein bisschen was ist drinne. Noch ist es nicht alles, da kommt noch mehr. Abgeschlossene Projekte, die ja jetzt schon komplett fertig sind. Die Downloads meiner alten Homepage natürlich wieder mit drin, auch wenn es momentan nicht allzu viel sind. Betreffend der Anfrage, ob ich Safe Games weiterstelle, vorerst nein. Grund dafür ist ganz einfach, dass die Safe Games durch Blizzard. Blizzard bringt permanent neue Updates, permanent neue Patches. In letzter Zeit etwas weniger, aber sie hatten da vorher massiv neue Patches gebracht. Und mit jedem dieser Patches wird der alte Safe Game Stand ungültig. Daher lasse ich das Ganze jetzt weg. Ein paar Links. Etwas über meine eigene Person, über meine Kontaktmöglichkeiten und falls euch das ganze Projekt mir gefällt, auch einen Spendenlink zu mir selbst. Gut, das ist halt einer der Gründe, weshalb die Portalen jetzt noch ein bisschen warten müssen. Ich denke aber auch mit der verbesserten Homepage kann ich euch auch wieder etwas entgegenkommen, gerade mit der Übersicht aller Videos und auch halt, ich kann euch hier aktuell auf dem Stand halten. Ihr seht hier, aktuelles, zack, diese Woche geplant. Oder auch halt die To-Do-Liste, die hier nach und nach dann abgearbeitet werden kann. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier, gut, bin gerade nicht eingeloggt, ansonsten kann ich hier hinten halt, die Statuse werden sich dann verändern, je nachdem, wie das Ganze ist. Wir sehen es, momentan in Arbeit, HP, sowie Portale Guides. Rest nur in Planung, das direkt in Arbeit. Des Weiteren möchte ich nochmal darauf hinweisen, auf meiner YouTube-Seite, die wir hier auch mal vor uns finden. Ich habe hier oben diesen Moderator halt genutzt, um hier nochmal das Projekt The Next Projects zu starten. Es gibt auch hier schon ein bisschen Engagement, wir können es ja sehen, 87 Stimmen wurden abgegeben. Ich möchte euch nochmal darauf hinweisen, auf dieses Projekt, denn was hier am meisten geliked wurde, also was hier die meisten positive Resonanz bekommt, das ist das, was als nächstes kommen wird, als Update, also woran ich mich danach verstärkt setzen werde. Man kann das Ganze jetzt hier einfach mal schnell nach Beliebtheit sortieren. Wie zu erwarten war, momentan in ewiger Finsternis bei der Erfolge. Ich werde dann halt versuchen, so gut wie möglich hier direkt diese Liste abzuarbeiten. Des Weiteren können wir hier oben schon sehen. Ah, es ist ein Blog offen. Blog hier. Das ist Mohawk's Starcraft 2 Blog. Wir sehen ihn hier. Das ist der Eigentümer dieses Blogs. Ja, der Grund, weshalb ich diesen Blog offen habe. Ich werde mit betreffenden Spieler, mit Mohawk oder Dominik, je nachdem, demnächst ein Projekt starten. Dieses Projekt, ihr könnt hier das Logo sehen, das ist The Weekly Injector of Strategy. In diesem werden wir darauf eingehen, auf verschiedene Strategien, die es gibt, größtenteils dann auch auf erweiterte Strategien, halt mal, ja, ein bisschen Bonus-Content zum normalen Strategien, halt mal so ein bisschen trickreiche Sachen etc. Das Projekt ist auch in, ja, es ist in Arbeit. Direkte Release-Termin kann ich euch leider noch nicht mitteilen, da wir das Ganze natürlich ordentlich planen wollen. Uns kommt es hier darauf an, eine ordentliche Qualität zu bieten und nicht euch irgendwas an den Kopf zu hauen, sondern das Ganze auch ordentlich ausgearbeitet. Daher halt noch kein direkter Release-Termin. Könnt euch allerdings schon mal darauf freuen. Ich denke, der Strategie-Guide dürfte dort dann auch alle von euch ansprechen.
Und ich muss meine Liste durchgehen. Ich habe alles. Nein, habe ich nicht. Etwas fällt mir gerade noch auf. Ich habe jetzt, ja, damals aus Spaß einfach erstellt. Da haben wir ein Forum-Tweet im offiziellen Forum, wenn wir das sehen, im Kampagnen- und Geschichtsmodus. Starcraft 2 Guides and Tutorials for you. Hier jetzt quasi der offizielle Tweet. Parallel zur HP werde ich auch hier immer mal wieder auf dem aktuellen Stand bringen, was geplant ist und auch was schon abgeschlossen ist jetzt in letzter Zeit. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn hier mal ein bisschen Feedback von euch kommen würde, wenn ihr auch hier mal ein bisschen mit reinschreiben würdet. Denn je mehr ihr hier schreibt, umso mehr Leute werden natürlich auch auf das Projekt mit aufmerksam, umso mehr Leute können wir in die Community ziehen. Und ich denke auch, da ich doch durch die Community in der Zwischenzeit auch ziemlich viele Tipps bekomme zu einzelnen Tutorials und auch zu Verbesserungsvorschlägen, fände ich es halt auch ganz nett, wenn noch mehr Leute auf meine Videos aufmerksam werden und durch diese Mehraufrufe ich dann halt auch noch mehr Feedback von euch kriege und noch mehr an mir selbst arbeiten kann, um euch dann wieder zu entsprechen. Ich denke, das Tutorial-Video, das Announcement-Video ist jetzt lang genug geworden. Ich möchte eure Freizeit nicht weiter rauben. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wenn ihr bisher geschaut habt. Links zum Druckwellenvideo findet ihr nochmal unten in den Links. Des Weiteren auch den Link zu diesem Tweet hier, den Link zu meiner Homepage und den Link zu Mohawks StarCraft 2 Blog. Ich bedanke mich, wie gesagt, für eure Aufmerksamkeit, für das Feedback, für die vielen, vielen Abos, für die vielen, vielen Aufrufe. Als ich das ganze Projekt damals gestartet habe, hatte ich niemals gedacht, dass es in die Dimension geht. Danke, Leute.